Oh, hoppla, vor lauter Video gucken, ist mir dieser Gegner ganz entgangen. Den nehmen wir mal mit. Nein, nehmen wir nicht mit. Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, der ganz schön gespannt ist, wie hier die zweite Liga losgeht. Und ich steige auch gleich ein mit so ein bisschen Farm hier, mit dem Account hier. Denn ja, so ein bisschen muss ich hier auch reinholen. Aber das ist mein Rathaus 7-Account. Der wird in jedem Fall auch an der Liga teilnehmen. Und wir haben eben schon so ein bisschen diskutiert. So nach dem Motto, der hatte mir jetzt gerade ein bisschen wenig Dunkles. Das andere brauche ich nicht mehr so wirklich. Wo wir darüber diskutiert haben, jetzt schon wieder die Liga. Also, es ist ja jetzt das zweite Mal Liga. Warum in so kurzen Abständen? Aber wenn ihr jetzt mal selber tief darüber nachdenkt, wir haben jetzt eben mal so ein bisschen rumgesponnen. 9 Tage geht diese Liga. 6, 7 Tage geht in der Regel gehen die Clanspiele. Dann sind wir schon bei fast über einen halben Monat. Ich würde sogar sagen, über einen halben Monat, bei fast 20 Tagen, die man in Clash of Clans schon verbringen kann, nur mit Liga, mit Clanspielen, mit so ein paar kleineren Events zwischendurch. Und ich denke mal, die nächste Liga lässt dann auch nicht lange auf sich warten. Also ich glaube, jetzt kommen einmal noch Clanspiele nochmal rein. Oh, 1400, können wir mitnehmen. Einmal nochmal Clanspiele rein und mit kleineren Events. Und dann sind wir schon wieder fast im Dezember. Rechnet mal jetzt 9 Tage drauf. Dann haben wir den, heute haben wir den 13.11., 22. 11. und dann eine Woche Clanspiele. Danach haben wir schon Dezember. Das heißt also, ja, die Liga wird schon häufiger kommen, aber sie kommt einmal im Monat. Aber man merkt das nicht. Man merkt das nicht so. Aber erstmal greifen wir den hier jetzt an. Ich muss mal eben gucken, wie wir es machen. Feger da, Feger da. Ein bisschen doof. Ich hätte fast gesagt, wir blitzen den Feger. Ich hab nur leider keinen Blitz dabei. Dann nehmen wir den mal von hier oben eben mal. So mit will ich nicht ganz sagen, aber mal gucken, wie meine Drachen hier so durchfliegen. Ich nehme mal die Loons hier so rein. Jetzt hoffentlich, okay, der Feger spielt mir jetzt nicht so rein, da ich hier jetzt so ein bisschen in den Rücken von dem Feger gekommen bin. Aber wir müssen hier in jedem Fall die Wutzauber gut durchbringen, dass die Drachen hier schon mal, ja, 2 Luftabwehren haben sie schon, okay. Die dritte Luftabwehr ist jetzt ein bisschen weit weg. Die werde ich wahrscheinlich mit meinen ganzen Truppen nicht wirklich bekommen. Ich gucke mal, dass ich hier wenigstens den Bogenschützenturm jetzt so ein bisschen abgelenkt bekomme mit meinem Dicken, also mit dem King. Das gelingt mir auch, so dass ich meine beiden Drachen hier jetzt ein bisschen reinziehe in die Base und die drei von da oben. Na komm, 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 bisschen schneller, bisschen schneller. Ich weiß, ich werde ja mit diesem Account hier keine Liga spielen. Wir gucken gleich erstmalig in diese Liga rein. Ich kenne das Ergebnis eigentlich schon aus den Chats hier. Aber ich habe extra noch nicht reingeklickt, weil ich euch wenigstens jetzt einmal so einen Beginn zeigen wollte hier. Also, wie geht es eigentlich los für die kleineren Rathäuser, wenn man mitgenommen wird in so eine Liga? Und wie startet das Ganze? Wie schafft man hier so eine Base mit 2 Drachen nicht? Aber wir haben das Dunkle. Mehr wollte ich hier nicht, denn mein King muss noch 4 Level hochgehen. Der Rest ist oben. Schweinereiter habe ich fertig mit dem Account hier. Natürlich auch ganz gut, die schon mal zu haben auf 2. Auf einen Satz hoffe ich hier jetzt nicht. Ich denke mal, hier werden only, wenn ihr die Folgen von gestern und vorgestern geschaut habt, hier werden only Rathaus 9er kämpfen. Aber gegen wen sie kämpfen müssen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. So. War nett gefarmt. Hier mit Drachen mache ich, glaube ich, weiter. Ich spiele mit dem das Event nicht hier. Dieses Gibatsch, ein Tag, okay, 10 Angriffe. Vielleicht mache ich es doch noch. Vielleicht mache ich es doch noch, aber ich klicke jetzt wirklich mal erstmal auf die gekreuzten Doppelschwerter hier in dem Relief. Und ihr seht, ich habe den Client heute auch mal auf Deutsch gestellt, sonst spiele ich ja only Englisch. Also, wir haben es geschafft, Häuptling. Wir haben es in die Kriegslinie geschafft. Also auch mit dem Community Clan einmal reingeklickt, geht dieses kleine Tutorial hier weiter. Hier können wir endlich beweisen, dass wir zu den besten Clans gehören. Okay. Zweifelsohne. Zweifelsohne machen wir uns bereit. Ich kann dir ein paar Tipps geben, wie wir uns vorbereiten können. Na, dann mach das mal. Zunächst einmal bestreiten wir einen Kampf nach dem anderen. Ja, okay. Du kannst auf die Schaltfläche unten tippen, um zwischen den Kriegen zu wechseln. Also hier zwischen 1 und 7.
Häuptling, vergiss nicht, Truppen schon für den nächsten Tag zu spenden. Also bitte, lieber Clan, wir können ruhig schon spenden. Ihr seht das hier, der Alex ist da ganz, ganz oben gelistet, so ein bisschen im, so ganz im Hintergrund. Da, ja, Mauszeiger, wo bist du? Ist das schon zu sehen? Ja, also wir müssen die Burgen auch schon für den nächsten Krieg befüllen, denn ein Tag Vorbereitung und der nächste Tag ist Kampf, gleichzeitig Vorbereitung für den übernächsten Krieg. Um an einem Tag zu gewinnen, müssen wir mehr Sterne sammeln als der Gegner. Jedes Clanmitglied kann nur einmal angreifen. Ganz wichtig, die Angriffe sollten also wirkungsvoll sein. Gucken wir mal, wie wirkungsvoll wir das machen. Wir brauchen erstmal etwas Perspektive. Tipp auf die Schaltfläche, machen wir Saisoninfo. Aha, hier siehst du, wie die anderen, hier siehst du, wie wir uns gegen die anderen Clans schlagen. Also wir sind hier in Gold 3 gelandet. Boah, das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, in Ordnung für uns. Und der Clan, der insgesamt die meisten Sterne gesammelt hat, gewinnt die Liga. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. So ist es meistens. Wenn wir gewinnen, können wir in höhere Ligen aufsteigen. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ich ahne fürchterliches. Tippe auf Info. Also hier gibt es dann auch so ein bisschen mehr Info. Kriegsligen sind da. Auf die 2 gibt es Punkte und Rangliste. Wie läuft das Ganze eigentlich? Und auf die 3, seht ihr schon, in Gold 3 gibt es an Belohnung für einen Sieg 13 Marken und pro Stern 6. Pro Stern 6 Marken. Es gibt dann noch mal 10 Sterne obendrauf, aber nicht Marken, wenn man einen Clankrieg gewinnt. Oh, eine Sache noch, wir verdienen Liga-Medaillen. Na sowas. Mit den Medaillen können wir einige sehr mächtige Gegenstände kaufen. Oh, du findest sie im Shop. Einfordern. Das war das, was am Anfang nicht ging. Also man konnte die Marken hier einfordern. Der Kriegstag geht los. Und ich gehe mal gleich rein. Also okay, wir kämpfen gegen einen Level 1 Clan. Wir sind only Ratos 9. Ich glaube, es sind die stärksten Ratos 9. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich muss heute Abend noch mal ein bisschen genauer hier reinschauen. Aber wir gucken mal hier in die Liga-Info, ob wir vielleicht einen deutschen Clan mit dabei haben. Dizi hört sich ein bisschen deutsch an, aber der Rest, glaube ich, ist nicht wirklich deutsch. 8, 8, 10, 4, 1, 7, 11. Also völlig durchwachsen hier. Unseren Clan könnt ihr hier sehen. Wer ist hier gelistet? Das hat aber nichts mit einer Reihenfolge zu tun. Irgendwo steckt der Alex hier auch als Erster mit drin. Und kurz mal in unseren ersten Feind reingeschaut. Wir gucken uns nur, ja, wir brauchen uns dann nur die ersten beiden anschauen. Mit Level 203 wird das Klein Rathaus 7 sein. Wir schauen mal. Oh, es ist ein Rathaus 12 und wir haben Glück. Er hat nun ein 1er Rathaus. Ja, aber er hat hier, naja, gut, die Truppen sind jetzt nicht so gut. Da bin ich mal gespannt, wie der unsere Neuner machen wird hier. Gucken wir mal, wir gucken nur mal die Farmbase an. Ach, Leute. Easy. 3 Infernos. für unsere Neuner hier gefundenes Fressen, hier einen Stern zu machen. Oder 2, keine Ahnung. Also egal, wie wir unsere Dörfer hier oben stellen, es wird nichts. Das sei schon mal gesagt. Der nächste ist hier mit Level 120 und danach können wir Chancen haben. Danach können wir Chancen haben, glaube ich. Ich schaue hier wirklich jetzt nur mal rein. Was haben die für einen Kriegslog? Oh, die haben auch noch nicht oft gespielt. 2,25er, 1,55, ein verloren dann da oben. Mal sehen, wie sieht der hier aus? Oh, ist auch ein Rathaus 12er. Eieieiei, 3er Bola. Wir gucken uns auch den mal an. Ach Leute, easy peasy. 2er Adler. Da lacht doch jeder Neuner rüber. Und Inferno hat er 1, 2 hat er schon dritten. Oh, der hat noch keine 3 Infernos. Und der ist im Ausbau auf Level 2. Der ist mal gerade so Level 1, der Rest ist hier Geschichte. Also ganz, ganz easy peasy, 35er Clanburg geschenkt. Ihr wisst genau, wie ich das meine. Das ist die super Ironie hier, die ich heute an den Tag lege. 114 müsste dann schon ein 10er sein. Okay, der ist 10. Er hat 5 Zauber und er hat 2er Bola. Wenn du nicht ganz blöde bist, muss ich mal so dazu sagen, dann nimmst du Drachen, 4er Reichen. Oder du nimmst die Bola. Mit Luft, also mit Heiler oder irgendeinem anderen Dreck. Irgendeiner schönen Truppe. 240 hat er auch. Und dann hoffen wir mal, dass der vierte hier jetzt endlich ein Neuner ist. Der vierte ist hier endlich ein Rathaus Neuner. Ja. Der vierte ist ein Rathaus Neuner. Den gucke ich mir gar nicht an. 3 Sterne für uns. Achso, das war der vierte, ne? Ja. 3 Sterne für uns. 3 Sterne für uns.
Der 6er, 3 Sterne für uns. Der 7er, ich hätte fast gesagt 5 Sterne für uns. Nein, 3 Sterne für uns. Also so ganz, ne? Besser haben die ja hier nicht. Ich meine, hier unten müssen sie jetzt noch ein paar Knaller haben, aber das haben die hier auch nicht. Also, die oben haben ja auch nur einen Angriff. Ja, die beiden Zwölfer haben einen Angriff. 1, 2. Der Rest wird hier an uns verkacken. Hoffe ich mal. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich bin super, super gespannt, wie wir bei den Spätzles abgeschnitten haben. Auch das will ich euch nicht vorenthalten, denn dort sind wir ja so ein paar Ligen höher. Also Champion. Viel Glück hier den Herausforderungen. Wir haben ja auch heute schon zwei Spendenaccounts drin gehabt. Also alles locker hier. Alle sind geblieben. Alle mit drin. Wie wir letztendlich kämpfen, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, die wir gerade drin haben, das sind unsere stärksten R9er. Ich glaube, die ersten 15 sind, glaube ich, die stärksten Rathäuser. Gewichtet in der Liga. So muss man es ja sagen. Gewichtet in der Liga. Und denn hier geht es ja nicht mehr nach Clan-Gewichtung oder sonst was, sondern hier geht es wirklich nach Liga-Gewichtung. Und da sind wir mit Gold 3 halt genau auf dem Level, wo unser Gegner-Clan zumindest der erste ist. Wir gucken jetzt aber bei den Spätzles rein, was uns da passiert ist. Und da wir uns im Moment sowieso tiefpunktmäßig hier an einem ganz, ganz tiefen Punkt bei den Spätzle mit Soße befinden, also 4 CKs in Folge verloren, Leute. Da muss man erstmal durchatmen, Luft holen. Der letzte war eigentlich der knappste. Die davor waren alle unterirdisch. Alle unterirdisch. Wir haben hier im Moment ein Formtief. Ne? Kleines Formtief. Und jetzt haben wir gesagt, wir haben jetzt 4 CKs verloren und verlieren jetzt auch noch 7-mal in der CWL. Also auch hier gehen wir mal rein. Erster Clan, Mafia Gangster 14-14, das ist in Ordnung. Allerdings sind wir auch nicht wirklich gewachsen. 8, eben waren es noch 9. Also irgendeiner tauscht hier im Moment ganz, ganz fleißig durch, denn wir haben eigentlich 10 Zwölfer hier, die aber noch unteren sind noch nicht so wirklich. Na doch, sie sind schon 12. Und auch mit 5er Rathäusern. Aber wir haben hier nach wie vor unsere Elfer im Schlepp. Was nicht schlimm ist, das sind hier nicht. Alle Elfer sind hier gut. Das sind jetzt nicht unsere besten Elfer, aber es sind ja scheinbar die höchsten. Und auch hier haben wir heute schon mal geguckt. Wen haben wir so eigentlich als Gegner? Wir orientieren uns einfach nur an den 15. Das wird hier so in etwa der letzte sein. Obwohl hier unten noch welche rumschlummern, die dann auch ein bisschen höher sind, wie der 30. hier. Ist ein Elfer, den werden die aber nicht mitnehmen. Sie werden sicherlich ihren 15er hier mitnehmen, den Robin. Der ist zwar Rathaus Level 12 mit Rathaus Level 9 Helden. Er hat aber schon einen Warden. Er hat ganz nette Truppen am Start. Und ob der jetzt unbedingt so ein Elfer hier bei uns schafft, das kann ich noch nicht genau sagen. 250 Truppen erst. Also, kleinere Chancen sind dann noch da. Aber je nachdem, ich habe hier heute Abend auch schon gesehen, dass in einigen Clans, gegen die wir spielen, gegen einen Clan übrigens, oh, entschuldigt bitte, ich wollte da rein, gegen einen Clan übrigens, freue ich mich natürlich ganz besonders. Hallo Landsleute aus Scharnhorst. Der Clan Scharnhorst hier wird auch gegen uns spielen. Also Deutsch gegen Deutsch hatte ich im Clan The Disabled, glaube ich, in der letzten Liga zweimal. Dieses Mal hier unter den Champions. Und ich freue mich schon. Auf jeden Fall seid gegrüßt. Lasst uns hier schön battlen. Lasst uns hier vertragen vor allen Dingen. Aber auch hier ist das so, ich brauche mir nicht den 15 angucken. Ich meine, ihr seht das schon selber anhand des Levels, anhand der gewonnenen Kriege, dass das hier kein Clan vom Pappenstiel ist. Der 15er ist hier aber noch nicht mal ein Rathaus 9er, ein Rathaus 12er, entschuldigt bitte, sondern ich glaube, ich hatte mir hier unten einen ausgeguckt. Die schlummern dann auch nicht unbedingt da oben in Titan oder in den hohen Ligen oder in Legende, sondern ich glaube, es ist er hier gewesen. Ja, das ist auch ein Rathaus 12 Schräger 1. Er hat schon Tropen, keine Frage. Er hat ganz nette Helden, das passt. Das ist Maxed Rathaus 11 in jedem Fall. Aber trotzdem muss man dazu sagen, ich glaube, er hat schon, der hat auch noch 260 Truppen. Ich hatte aber schon einen gesehen, der auch auf dem Niveau ist und hat 280 Truppen. Also ich bin wirklich, wirklich mal, ich bin hyper gespannt. Keine Frage, wie das hier ausgehen wird. Denn ihr habt es am Titel gelesen, ich habe das Liga Matchmaking falsch geschrieben. Es ist dann natürlich das Matchmaking, also mit TCH und nicht mit SCH.
also Matchmaking. Das haben sicherlich einige jetzt schon in die Kommentare reingeschrieben. Tutu, das hast du falsch geschrieben. Nein, zumindest hier ist das Matchmaking. Es ist ja in Ordnung. Es ist in Ordnung. Wir haben uns hier in diese Liga reingespielt und haben damit gehofft, dass wir gegen Only RH12er spielen. Und so wird das ja auch sein. Es ist einfach so. Mal sehen, ob wir uns hier halten. Im anderen Clan, muss ich dazu sagen, ist das Matchmaking jenseits von Gut und Böse. Aber damit wir wenigstens zweimal Clash heute sehen, würde ich sagen, greifen wir mit unserer Tunnelgräberarmee hier wenigstens noch zum Abschluss einmal an. Und nein, wir nehmen natürlich nicht den mit. Also, ihr habt es ja im Vorspann gesehen. Da hatte ich meinen Gegner weggeskippt. Aber ich habe es aufgenommen. Ist mal wieder so eine Sache. Ich wollte es mal wieder nicht rausschneiden. Wo ist denn eigentlich die Queen? Obwohl, die Queen interessiert mich bei solchen Angriffen eigentlich nicht wirklich. Vom Gegner. Wenn es darum geht, hier mit Minern zu farmen oder mit Minern noch anzugreifen. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht nehme. Denn das ist eine krasse Truppe. Ist echt... Ich weiß nicht, warum ich die nicht auch mal im CK nehme, denn die haben schon nett gerockt. Ich habe heute wirklich super Angriffe mit dem 12er hier gemacht, mit dem Minern, auch an der Maus geklickt, sogar an der Maus geklickt. Also nichts Utopisches. Jetzt darf ich nur meine Queen hier nicht sterben lassen. Dann gehen wir hier mal jetzt mit der Karre rein. So, einmal den King hinterher gesetzt und oh ja, ich habe immer also so ein paar Social Mauerbrecher dabei. Also Social Mauerbrecher, damit meine ich eigentlich, dass ich so ein paar dabei habe, die so ein bisschen für Trouble sorgen können. Und da habe ich ein paar Riesen drin. Okay, das ist in Ordnung. Ein paar Riesen ist hier in Ordnung. Wo ist denn eigentlich mein King? Ah, da unten eiert er rum, okay. Ach nee, jetzt wieder diese Mausgeschichte hier. Dann, was haben wir da? Single Inferno. Oh, wir haben Single Inferno. Da muss ich einmal... Ah, die Queen war da nicht mit drin. Ah, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wir lassen hier noch so ein bisschen den Kollegen King hier laufen. Und nehmen uns dann... Jetzt muss ich mal eben schauen. Von hier. Ah, nee, der visiert das noch an. Was visiert der an? Ich muss immer nur gucken, was visieren hier jetzt gerade die Bowler an. Denn ich will ja jetzt doch... Will ich eigentlich das RH haben? Will ich eigentlich das RH haben? Die visieren das RH nicht an. Die gehen alle nach außen hier. Ja, das ist ein bisschen doof. Ich habe noch nicht genug gefunnelt. Okay, da muss ich hier noch ein bisschen funneln. Glaube ich. Und bei der Kanone und bei dem X-Bogen vielleicht auch. Aber ich kann schon mal so ein bisschen, glaube ich, hier... Ich nehme die jetzt mal so rein, dass hier so ein paar reingehen. Ja, gehen so ein paar rein? Jawohl, ein paar gehen rein. Ein paar. Der Rest kann ruhig außen rum. Ich will ja die Ressourcen. Und nicht das Rathaus. Und nicht das Rathaus hier. Also sind die... Oh, alter Falter. Doch, ist ja doch ein 5er Rathaus. Eieieiei. Ist ja doch ein 5er Rathaus. Und naja, okay. Wir haben ein paar Ressourcen gekriegt. War vielleicht doch nicht ganz so optimal. Aber irgendwie war dann der Funnel doch nicht diese 180 Grad. Und auf was warten die eigentlich noch? Habe ich noch irgendwo was? Ich habe eigentlich nicht mehr... Oh ne, oh, ich bin durch. Naja, 2-9, das passt. 12 Pokale. Ja, ich habe heute gedefft, deswegen bin ich so hoch in den Pokalen. Ich muss auch dringend wieder runter, denn in meiner Liga bin ich schon ziemlich hoch, kurz vor der Legende. Aber was mir jetzt während des Videodrehs hier noch so ein bisschen auffiel, ihr habt ja jetzt gesehen, wir waren jetzt bei dem Clan Herausforderer in Gold 3 mit Only RH9. 876. Ich habe ja alle mitgenommen, die jetzt drin sind, außer unseren 112er. Und wir sind ja jetzt hier recht hoch mit nur 8 oder 9 Rathaus 12ern. Da gucken wir mal. Was ist eigentlich? Die Frage stelle ich mir jetzt. Was ist, wenn ich jetzt in den Community Clan, angenommen, der Community Clan macht jetzt die Liga klar, denn so ganz chancenlos, glaube ich, sind wir dort nicht. Und steigt auf nach Gold 2 und dann hole ich 12 Maxed RH12 in diesen Clan rein. Ne, nicht 12, sondern 15. Und diese 15 kämpfen in Gold 3 oder Gold 2. Was passiert dann? Wie wird dieses Matchmaking sein? Kriege ich dann auch so einen Clan, der sich vielleicht gerade so entschließt, in diese Liga zu starten, mit Maxed 15 RH12ern? Oder bekomme ich tatsächlich
Liga-mäßig jemanden, der auf Gold 2 gematcht ist. Das wird ja so ein totaler Casual-Clan sein, mit 12er, ein paar 11er, ein 10er, also Opfer. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir sehen im Dezember die dritte Liga, denn vielleicht mache ich mal so einen Test. Aber erstmal, lass uns das mal mit dem Neunern machen hier. Ich hoffe, die Folge, oh, die ist jetzt schon wieder, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Aber ich glaube, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aus beiden Clans gab es heute ein bisschen was. Und ich bin super gespannt. Ihr werdet das sehen. Ihr werdet das auch am Wochenende ein bisschen mit beobachten, denn er ist wieder da. Ich habe ihn wiedergefunden. Wir haben ihn wiedergefunden, denn wir sind ja immer wieder am Ausmisten hier und haben unseren Glücksbringer aus den Streams wiedergefunden. Der Enderman hier, der hat eigentlich immer hier bei mir auf dem Mikro so ein bisschen gehockt oder neben dem Mikro. Das habe ich immer, das ist ein bisschen zu niedrig, denn das war immer unser kleines Maskottchen hier. Also, wir werden uns hören und sehen. Bis dahin, euer Toto Clash Talk.